So, trotzdem muss ich hier erstmal wieder reinkommen. Ich weiß schon wieder die Steuerung auch gar nicht. Scheiße, ich weiß die Steuerung gar nicht mehr. So. So, was geht denn jetzt hier überhaupt auf? Kann ich jetzt hier quicksaven? Jawohl. Kann ich hier vielleicht... nicht so, na gut. Gut, hier kommen wir in Le Club. Links geht's auch zu den Toiletten. Da wollte ich gerade natürlich hin. Es gibt so viele Toiletten hier im Spiel, da kann ich mich immer gar nicht entscheiden, wo ich jetzt eigentlich abknötern soll. So, gibt's hier irgendwo vielleicht Painkiller oder irgendwas anderes? Da gibt's ein Porno auf dem Boden. Liebe Kinder, Porno ist sowas wie eine Wendy-Zeitschrift. Da macht man nichts falsch. Ah, was haben wir denn da? Ach, hör auf. Ach Mann, wieso muss der denn immer erst... Wieso muss der denn immer erst laden, wenn er eine Knarre zieht? Das ist doch super nervig. Wie gesagt, ich muss ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt laufen wir durchs Hotel. Und ich muss mal gucken, ob ich auch wieder in die Story reinkomme. Verdammt, ich hätte jetzt vorher die anderen Folgen nochmal heimlich gucken sollen. Dann wüsste ich jetzt wieder genau, wo wir unterwegs sind. Sind wir hier schon auf den Spuren von Vincent Gognitti? Es war kalt. So, apropos, es war kalt, eiskalt, will ich mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwen ausschalten können. Vom Dach aus. Na, jetzt schieß doch! Durch den Brustkorb gepfählt. War aber knapp. Das war jetzt kein glanzvoller Elfenauftritt, würde ich mal sagen. Aber naja, immerhin kommen wir weiter. Welcome to New York. So, haben wir hier noch irgendwo was, was sich versteckt? Scheiße, und ich habe keine Painkiller mehr, weil ich so scheiße spiele gerade. Dass ich mir die Dinger einfach kiloweise in den Hals stopfe. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss echt mal wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Oder kann ich hier vielleicht, das war doch irgendwie so, dass man auch... Nicht so. Gut, das geht, aber ansonsten kann ich vielleicht ein paar Leichen verprügeln. Nein. Naja, dann abspeichern und hoffen... Hoffen, dass es funktioniert. So. Scheiße, ich brauche unbedingt Painkiller und ich muss unbedingt gucken, dass ich... Damit ein bisschen. The antique switchboard was still in use. Ja, also das Ding hier ist immer noch in Gebrauch. Da soll ich mal rumstöpseln, nehme ich an. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area. The kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now there was a different set of moans and groans going on. Boss, Cornelli, there's Max Payne. He came, stole a capitalist. He killed him. Are you freaking kidding me? It's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Ja, toll. Wir haben gerade gehört, dass der Gangsterboss sich offenbar nicht viele Sorgen macht darum, dass wir mal kräftig aufräumen. So, ich fresse die gleich beide. Scheiße, ich brauche mehr Painkiller. Kann ich da vielleicht... Oder kann ich vielleicht hier... Also, offensichtlich denkt man sich in der Unterwelt, dass wir kein Problem für die bösen Buben darstellen. Ich hoffe, wir können das mal klarstellen. So, wenn es jetzt hier weitergeht, möchte ich da noch gar nicht lang. Weil wir vorhin noch eine Tür zu untersuchen haben, weil da ging es ja noch in die andere Richtung weiter, bevor ich da jetzt
weiter in die eine Richtung laufe, möchte ich mal hier beim Exit gucken, wo es ja ganz weit, also das war jetzt richtig so ein Secret Room, also ich bin froh, dass ich mich da nicht verlaufen habe. So, ach, und hier ist noch eine Treppe, aber die... Ach, hör auf, was? Hä? Das ist aber nicht die Treppe von vorhin, oder? Doch, hier sind wir doch reingekommen. Ach ja, und hier ist der Clown mit der Nackihose. Ach Mensch. Gut, naja, dann frage ich mich aber, wenn wir nicht beim Exit weiterkommen, wo kommen wir denn dann weiter? Also hier durch den Schrank geht's nicht nach Narnia oder so. Das heißt, wir können eigentlich nur wieder zurücklaufen, aber ich weiß halt nicht, ob da jetzt... Hä? Ja, Freunde, ne? Ich guck hier mal ein bisschen durchs Hotel. Ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht ein Zimmer frei ist. Vielleicht kann man da ja residieren. Wo man schon so nett empfangen wird. So ein bisschen Ammo braucht... Ach ja, stimmt, hier waren wir auch schon. Ich erinnere mich an die Schießerei. Und da ist noch ein Schrank. Wieso habe ich denn die Schränke nicht ausgeräumt, sag mal? Wie kann man denn so sorglos sein? Guckt euch das mal an, Painkillers. Die brauchen wir doch so dringend. Mann. Was für eine Spielweise hat denn der Kerl am Leib? Der macht doch keine Let's Plays. Der rascht doch hier einfach immer so durch. So, aber ansonsten, ich, ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen überfragt, wo wir jetzt hin müssen. Nein! So, von hier kommen wir. Hier war Mr. Nackimann. Dann sind wir da oben hochgelaufen. Ne, wir sind natürlich hier oben hochgelaufen. Ich laufe das jetzt gerade nochmal ab. Können wir vielleicht jetzt hier... Nicht so. Na gut. Können wir vielleicht hier irgendwo anders weiter? Da geht's zum Kacken und hier geht's dann eigentlich auch... Nur... Da kommt eine Schneeflocke durch die Decke ab und zu mal. Ich habe doch gerade eine Schneeflocke gesehen. Naja, egal. Also hier ist gar nichts. Können wir da vielleicht... Naja. Kann man hier vielleicht auch? Mann, was hier alles geht. Das ist ja toll. Aber die Frage ist so, wenn wir da nicht... Und die andere Frage ist, hier ist so eine Nische, die zeigt zur Tür mit Neonwerbung Club XXL. Aber wie soll man denn hier reinkommen, bitteschön? Das ist ja ganz merkwürdig. So. Da kommen wir nur nach unten. Und hier ist ja sonst... Ja, ist ja sonst nichts zu holen. Hier ist die gestärkte Gardine, wo wir nicht durchkommen. Hä? Willst du mich verarschen? Das ist doch hier nicht richtig. Da geht's auch nicht weiter. Hier ist keine Tür. Hier ist keine Tür. Das verstehe ich nicht. Ich bin gerade echt ratlos. Also wahrscheinlich geht es hier dann irgendwie raus, aber wir kommen nicht raus. Ich vermute mal, hier ist nochmal das Levelende, aber wir kommen da momentan nicht weiter. Ist so meine Vermutung. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Ich habe aber auch keine Lust, die Aufnahme schon wieder zu unterbrechen, weil das wäre jetzt irgendwie doof. Das ist ganz merkwürdig. Vielleicht hätte ich erst da reingehen sollen und dann da alles platt machen. Ich verstehe das gerade nicht. Also ich probiere gerade mal, das alles normal zu machen. Und das mache ich dann aber offscreen, weil das haben wir jetzt im Let's Play gesehen. Dann probiere ich die Reihenfolge mal umgekehrt. Und vielleicht kommen wir dann hier aus dem Exit raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nicht die Ausgangstür ist. Oder dass wir jetzt alles den ganzen Level nochmal zurücklaufen müssen, wo nichts mehr passiert. Das ist ja schräg.
Naja. Na gut, also wir sehen uns gleich wieder. Ne? Bis gleich. Tschüssi. So, da sind wir wieder und weiter geht's. Ja, ich glaube, das Rätsels Lösung. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich glaube, die ist ganz einfach. Ich habe nur einfach diesen Knopf hier wieder vergessen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt durch das ganze Level nochmal durchgeballert. Das heißt, hier habe ich wieder ein bisschen festgehangen. Tralala. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Painkiller noch auf Tasche. Und ich sehe gerade, wir haben auch wieder ein bisschen Bullet Time. Die waren nämlich gerade noch weg, aber jetzt durch die Schießerei hier drüben haben wir doch wieder welche. Naja gut, dann drücke ich hier mal auf Exit und mal gucken. Vielleicht kommen wir ja jetzt raus. Ich hoffe mal. Go, go, go! Ja! Ja? Ja! Chapter 5. Let the gun do the talking. Also, lass die Knarre das Gespräch. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were gonna get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. Ja, also, Bomben gehen hoch und wir müssen uns in Sicherheit bringen, weil einerseits können hier noch mehr Bomben versteckt sein, andererseits sind die Bullen schon auf dem Weg. Und soweit ich das verstanden habe, ich weiß es nicht mal ganz genau, müssen wir jetzt irgendwie auf die obere Etage. Ach du Scheiße, die Bullen. Fuck, die Bullen dürfen uns nicht erwischen. Obwohl wir selber Bulle sind, aber wir erinnern uns, wir sind ja noch immer auf der Flucht, weil wir so gelinkt wurden. Lass mich rein. Ja, die Sirenen hören wir auch schon und ich glaube, alle Türen sind geschlossen. Irgendwo sitzt hier noch das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern in der Ecke. Und jetzt bloß zusehen, dass wir von der Straße runterkommen. Oh. Na, ich hoffe mal, da sind keine Herrschaften drin. Gut. Okay, die Knarre kriege ich auch nicht, also bleiben wir mal bei der hier. Oder haben wir noch... Pass mal auf, ich bleib mal bei der Ingram. Aber nicht bei der Double, sondern bei der Single. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee. Schade. Huch. Oh, ein Grafikfehler. Naja, auch gut. Und ich glaube, es geht da hinten irgendwo runter, die Etage. Ach, heilige Scheiße. Na, komm schon. Nummer 2, bitte.